Horoskop für heute, Stier, 16. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Mond bewegt sich heute in Ihr Zeichen und belebt Ihre Emotionen. Obwohl dies normalerweise ein unbeschwerter Transit ist, sind Sie auch in einer guten Position für Arbeit, Forschung und Untersuchung. In der ersten Tageshälfte besteht eine gewisse Tendenz zum Misstrauen, und obwohl ein wenig Skepsis gesund und hilfreich sein kann, kann ein Merkur-Pluto-Aspekt dies etwas zu weit treiben, da er dazu neigt, das Negative zu übertreiben. Versuchen Sie, sich nicht über unterschiedliche Auffassungen darüber aufzuregen, wie die Dinge Ihrer Meinung nach sein sollten, da die Leute im Moment dazu neigen, in ihre eigenen Probleme vertieft zu sein. Denken Sie nur dann intensiv über eine Sache nach, wenn der Prozess Sie begeistert und Ihnen gut tut und wenn Sie Ihre Grenzen kennen. Erkennen Sie die Notwendigkeit einer Veränderung, anstatt sich auf die Vorstellung zu konzentrieren, dass andere Sie einsperren. Der spätere Tag ist hervorragend geeignet, um gemeinsam Dinge zu erledigen. Sie werden feststellen, dass Ihre Fähigkeit, Informationen abzurufen und aufzunehmen, zunimmt. Einer der kritischsten Momente des Jahres steht vor der Tür. Ein Vollmond in Ihrem Sternzeichen wird diese Woche bald knistern. Seine Kraft hält die kommende Woche nach und Sie können bereits spüren, wie er sich durchsetzt. Er beleuchtet Ihr Solarhaus der Identität, Ihr Sternzeichen und wird eine bedeutende Veränderung auf Ihrem Weg mit sich bringen. Sie könnten das Gefühl haben, dass alle Augen auf Sie gerichtet sind. Zu diesem Zeitpunkt werden auch Beziehungen im Vordergrund stehen. Dies könnte eine enorme Veränderung in einer Partnerschaft mit sich bringen, beispielsweise sie zusammenbringen oder auseinanderbringen. Singles sollten zu ihrer Kraft stehen und ein Seelenverwandter könnte auftauchen. Sie könnten heute ein wenig emotional sein. Es könnte eine Herausforderung sein, die Dinge nicht zu schwer zu nehmen, wenn der Mond in ihr Zeichen eintritt, seine Erhöhung. Sie könnten besonders empfindlich darauf reagieren, wenn Ihre Kollegen Ihnen Aufmerksamkeit schenken, insbesondere wenn Sie sie ansehen oder auf eine bestimmte Art mit Ihnen sprechen. Wenn sich diese Energie aufbaut, könnten Sie ein wenig frustriert werden, da der Mond später im Quadrat zu Mars im Löwen steht. Wenn es ein Problem gibt, dann sprechen Sie es an. Lassen Sie keine verletzten Gefühle schwelen, denn es lohnt sich nicht, in Ihrem Arbeitsumfeld an Groll festzuhalten. Während Sie an die Zukunft denken, ist es wichtig, sich um die Gegenwart zu kümmern. Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung guter Gewohnheiten, die Ihre Sehkraft verbessern. Nehmen Sie ein- oder zweimal pro Woche Spirulina, Chlorella und andere Blaualgen in gesunden Shakes zu sich. Diese und andere Beta-Carotin-Quellen erhöhen den Vitamin-A-Spiegel in Ihrem Blutkreislauf, den Sie für Ihre scharfe Sehkraft benötigen. Auch Sportarten wie Tennis, bei denen es auf die Hand-Augen-Koordination ankommt, sind hervorragende Trainingsformen. Es sollte ein sehr angenehmer Tag für Sie werden. Die Interaktion mit Ihren Kollegen und Ihrer Familie wird einfach und produktiv sein, und Sie werden selbst die banalsten Aufgaben genießen, wenn Sie sie gemeinsam erledigen. Es ist auch ein großartiger Tag, um neue Leute kennenzulernen. Sie werden es angenehm finden, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Überlegen Sie, ob Sie für Ihren Abend ein paar gesellige Pläne schmieden möchten, und wenn möglich, versuchen Sie, sich mit einer beliebten Person zum Mittagessen zu treffen, um den Tag aufzulockern. Während des einmonatigen Aufenthalts der Sonne in Ihrem Beziehungssektor, einer Zeit, die sich auf Ihre Beziehungen konzentriert, wird der Mond schließlich in den Stier zurückkehren und einen Vollmond erzeugen. Wenn der Mond heute eintrifft und zum Vollmond führt, wird er beginnen, das Gleichgewicht zwischen Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihren Beziehungsbedürfnissen hervorzuheben. Dies geschieht zu einer wichtigen Zeit des Jahres für Sie und Ihre Beziehungen. In der Mitte Ihres aktuellen Solars bietet dies die Gelegenheit für einen persönlichen Neustart und verschafft gleichzeitig Klarheit darüber, was Sie von Ihren Beziehungen wollen und was diese von Ihnen verlangen. Der Mond kehrt möglicherweise alle 4 Wochen ins Zeichen Stier zurück, aber seine heutige Rückkehr ist nicht nur der Beginn eines Vollmonds, sondern hat auch Auswirkungen auf die romantische und Beziehungsebene. Während der Vollmond Ihre Beziehungen unter Druck setzen könnte, besteht die Chance, dies zu nutzen, um besser zu verstehen, was Sie von Ihren Beziehungen wollen und was Sie von ihnen brauchen. Gleichzeitig wird dies den Geist der Romantik und des Abenteuers stärken. Täglicher Planetenüberblick.
Der heutige Tag bringt eine einzigartige Mischung aus Motivation und Widerwillen, da der Mond im ruhigen Stier im Quadrat zum energischen Mars im kühnen Löwen steht. Einerseits gibt es einen Teil von Ihnen, der den Antrieb verspürt, Dinge zu erledigen, Aufgaben anzugehen, Besorgungen zu machen oder sich in die To-Do-Liste zu stürzen. Aber auf der anderen Seite spüren Sie vielleicht diesen hartnäckigen Widerstand, einen trägen Drang, es sich gemütlich zu machen und sich ablenken zu lassen, sei es, dass Sie durch Ihr Telefon scrollen oder einfach noch ein bisschen länger im Bett bleiben. Wenn Sie dieses innere Tauziehen spüren, wissen Sie, dass Sie nicht allein sind. Wir alle kennen diese Tage, an denen wir produktiv sein wollen, aber unsere Motivation fehlt. Manchmal ist der schwierigste Schritt der erste, aufzustehen, anzufangen oder einfach nur die Füße auf den Boden zu stellen. Aber vertrauen Sie darauf, dass Sie, wenn Sie es geschafft haben, wahrscheinlich den Funken Produktivität auf der anderen Seite finden werden. Wenn Sie anfangen, selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist, können Sie dieses faule Gefühl abschütteln und ein Erfolgserlebnis erleben. Heute ist die Energie auch ideal, um Ihre Konzentration sinnvoll einzusetzen. Wenn Sie diesen anfänglichen Widerstand überwunden haben, versuchen Sie, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Überlegen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist, was Ihrem Leben einen Mehrwert verleiht und welche Aufgaben Sie Ihren Zielen näher bringen. Betrachten Sie es als einen mentalen Neustart. Die Erkenntnisse von heute können Ihnen dabei helfen, Ihre Prioritäten zu ordnen, sodass Sie auch dann, wenn es hektischer wird oder Ablenkungen auftreten, eine solide Grundlage haben, um voranzukommen. Indem Sie darüber nachdenken, was wichtig ist, bauen Sie Widerstandsfähigkeit für die Zukunft auf. Konzentration ist zwar gut, aber ein wenig Geduld kann sehr hilfreich sein. Mit Mars im Spiel besteht die Möglichkeit, dass Spannungen aufkommen, insbesondere wenn die Dinge nicht so schnell vorangehen, wie Sie möchten, oder wenn Diskussionen hitzig werden. Wenn Sie sich in einer Debatte befinden oder versucht sind, mit einer starken Meinung dazwischen zu reden, atmen Sie tief durch. Betrachten Sie dies als eine Gelegenheit, ruhige und besonnene Kommunikation zu üben. Manchmal kann ein wenig Zurückhaltung, ein kühler Kopf und eine sorgfältige Wortwahl Missverständnisse verhindern und dafür sorgen, dass alles auf Kurs bleibt. Körperliche Betätigung kann auch eine fantastische Möglichkeit sein, angestaute Energie oder Frustration abzubauen, die durch das Auf und Ab des Tages entstehen können. Ein kurzer Spaziergang, ein Lauf oder sogar ein paar Minuten Stretching können helfen, den Kopf frei zu bekommen und es einfacher machen, das Gleichgewicht zu halten. Denken Sie auch daran, ausreichend zu trinken, besonders wenn Sie sich unruhig fühlen. Wenn Sie sich um Ihren Körper kümmern, bleiben Sie geerdet, während Sie Ihre Aufgaben erledigen. Und während Sie all diese verschiedenen Energien ausbalancieren, denken Sie daran, sich auch etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Es passiert leicht, dass wir uns so sehr auf die Produktivität und die Bedürfnisse anderer konzentrieren, dass wir unsere eigenen vergessen. Gönnen Sie sich eine nahrhafte Mahlzeit oder nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um einfach durchzuatmen und zu entspannen. Sich um sich selbst zu kümmern ist kein Luxus, es ist wichtig, um Ihre Energie stabil und Ihren Geist klar zu halten. Ein weiterer Punkt, den Sie heute berücksichtigen sollten, ist ein wenig Selbstbewusstsein in Ihren Interaktionen. Unter diesem kosmischen Einfluss bemerken Sie vielleicht, dass Sie sich besonders für Ihre Ideen oder Ziele begeistern. Es ist wunderbar, Leidenschaft zu haben, aber es ist ebenso wichtig, offen für die Beiträge anderer zu bleiben. Waren Sie schon einmal in einem Gespräch, in dem Sie so aufgeregt waren, Ihre Gedanken mitzuteilen, dass Sie vergessen haben, innezuhalten und zuzuhören? Heute kann es Ihre Superkraft sein, diese Tendenz zu bemerken. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein ruhiger Beobachter, jemand, der aufmerksam zuhört und alle Perspektiven wertschätzt. Mit diesem Ansatz schaffen Sie Raum für ausgewogenere und bereicherndere Gespräche. Wenn wir offen zuhören, laden wir andere ein, Erkenntnisse zu teilen, an die wir allein vielleicht nicht gedacht hätten. Manchmal kommt die wertvollste Weisheit aus unerwarteten Quellen, und wenn man für die Standpunkte anderer offen ist, kann das zu Durchbrüchen und tieferen Verbindungen führen. Ich möchte Sie ermutigen, im Laufe des Tages darüber nachzudenken, wie Sie Ihre eigenen Bedürfnisse mit denen anderer in Einklang bringen. Haben Sie Momente erlebt, in denen es in einem Gespräch den Unterschied gemacht hat, sich diese zusätzliche Sekunde Zeit zum Innehalten und Durchatmen zu nehmen? Oder vielleicht eine Situation, in der Sie durch das Überwinden anfänglicher Widerstände etwas erreicht haben, auf das Sie stolz sind?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Ihre Erkenntnisse könnten bei anderen Anklang finden und uns alle daran erinnern, dass wir diese Reise gemeinsam antreten. Lassen Sie uns die Energie des heutigen Tages als Chance nutzen, um Gleichgewicht zu finden, Verständnis zu fördern und zielstrebig voranzukommen. Der Kosmos unterstützt uns dabei, uns einzustimmen, zuzuhören und jeden Schritt bewusst zu unternehmen. Machen wir den heutigen Tag zu einem Tag des Wachstums, der Einsicht und der positiven Dynamik.